Ansonsten wird der Vortrag etwas theoretischer werden als geplant, weil ich eigentlich doch einen Großteil eher in der Live-Vorführung geplant hatte. Das Thema E-Mail-Sicherheit, E-Mail-Verschlüsselung, Signieren und so weiter verfolgt mich, wie der Roland sagt, wirklich schon eine Weile. Ich glaube, ich habe 1993, 94 oder so das erste Mal BGP verwendet und damals auch den ersten Vortrag darüber gehalten und seitdem kommt es so alle paar Jahre wieder. Mittlerweile denkt man sich so, im Netzwerkbereich ist Verschlüsselung ja eigentlich überall gang und gäbe. Also jedes WLAN ist verschlüsselt oder fast jedes. Webseiten sind nicht mehr nur dann verschlüsselt, wenn es um Kreditkarten geht, sondern eigentlich fast immer, wenn es um Passwörter geht oder wenn es einfach nur darum geht, dass man nicht alles mithören können soll, weil man irgendwie nicht der allen möglichen Leuten aufs Auge binden will, wonach man bei Google sucht oder was auch immer. Aber irgendwie gibt es da das gallische Dorf E-Mail, das sich sehr dagegen sträubt, verschlüsselt zu werden. Das gibt es, wie gesagt, seit mittlerweile schon fast 20 Jahren, so seit 92, 93 herum. Die Möglichkeiten, E-Mail zu verschlüsseln, wie Netscape den ersten Mailer herausgebracht hat, das dürfte auch so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, hat er auch von Anfang an Verschlüsselung unterstützt. Alle wichtigen Mailprogramme unterstützen Verschlüsselung, nur verwenden tut es im Wesentlichen keiner. Ja, warum? Das ist so kompliziert. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, ich könnte schon verschlüsseln, aber dann können die anderen Leute meine Mails nicht lesen. Beziehungsweise es nützt ja nichts, wenn es nur in einer Richtung geht. Und zumindest den ersten Punkt möchte ich heute ein bisschen relativieren und hoffen, dass dann auch der dritte Punkt weniger wichtig wird. Ob man was zu verbergen hat oder nicht, oder ob man nur deswegen, weil man nichts zu verbergen hat, alles im Klartext durch die Gegend schicken muss, muss natürlich jeder selber entscheiden. Ja, wozu das Ganze? Einerseits will man Vertraulichkeit haben, das heißt, man will halt, dass der virtuelle Postler nicht mitlesen kann, was man da an Sachen durch die Gegend schickt. Wie der Brandstätter in Zulasten der Briefträger geschrieben hat, um das Briefgeheimnis wahren zu können, muss man es kennen. Und das Zweite, was man will, ist Identifikation. Man will wissen, wer der Kommunikationspartner ist, beziehungsweise man will selber nachweisen können, dass man der ist, für den man sich ausgibt. Sonst geht es einem so wie dem nigerianischen Finanzminister da in dem Irregular Webcomic, in der Irregular Webcomic Folge, dem niemand glaubt, dass er der Finanzminister ist, weil ihn alle für Spammer halten. Das kann man jetzt wahrscheinlich, obwohl man könnte es sogar lesen. Jo, ich muss jetzt doch ein bisschen zu den technischen Grundlagen zurückgehen. Es gibt so verschiedene Arten der Verschlüsselung. Eine ist die symmetrische Verschlüsselung. Das kann man sich irgendwie vorstellen wie ein Schloss, das ich mit einem Schlüssel zusperren kann und mit dem gleichartigen Schlüssel wieder aufsperren kann. Das sind so die üblichen DES-Algorithmen, die man kennt, DES, AES und so weiter. Auch der Cäsar-Chiffre, wo man einfach nur das um die Buchstaben im Alphabet um eine bestimmte Anzahl weiterschiebt, also zum Beispiel wenn man es um 3 verschiebt, dann wird aus jedem A ein D und aus jedem B ein E und so weiter, ist ein symmetrischer Schlüssel, weil sozusagen der Schlüssel, nämlich die Anzahl der Stellen, um die man es weiterschiebt, wieder zum Endschlüssel verwenden kann. Man muss halt nur umdrehen und statt vorwärts, rückwärts zählen. Dann sind so
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, offiziell in den 70er Jahren, inoffiziell schon einige Zeit früher, sogenannte asymmetrische Verschlüsselungsalgorithmen herausgekommen. Da braucht man zum Verschlüsseln einen anderen Schlüssel als zum Entschlüsseln. Das ist in der realen Welt ein bisschen schwierig nachzubauen. Man kann sich sehr grob so vorstellen, dass beim Vorhängeschloss, das kann ich zuklicken, ganz einfach, aber ich kriege es so nicht mehr auf, sondern um es wieder aufzukriegen, brauche ich dann einen Schlüssel. Das heißt, man könnte sozusagen einfach das Zuklicken ist der eine Schlüssel zum Verschlüsseln und der Schlüssel, den ich zum Wiederaufsperren brauche, ist der andere Schlüssel. Das ist dann sozusagen der private Schlüssel. Den halte ich geheim, der ist nur bei mir. Und wenn mir jemand was schicken will, sozusagen, kann er ein Schloss nehmen, das ich zum haufenweise verteile, kann es zuklicken und mir das Ganze schicken. Ja, sehr schöner Vergleich, einmal gehört, mit einem Nachtresor von einer Bank. Oben kann man aufsperren, das Geld reinschmeißen, diese Schlüssel haben quasi alle. Ja, den Schlüssel für unten, den hat man die Bank. Das ist auch ein schöner Vergleich. Jo, einer der bekanntesten ist RSA. Der verwendet, wie viele solche Sachen, ein zahlentheoretisches Problem. Jeder sozusagen um das, dass es nur in einer Richtung leicht geht und in der anderen schwer. Sowas nennt man Trapdoor-Funktionen. Und eine, die man sehr leicht nachvollziehen kann, ist das Faktorisieren von Zahlen. Multiplizieren ist einfach. Die zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren, das schafft jeder Viertklässler, hoffentlich. kein Problem. Wenn man ihm jetzt aber die Zahl vorlegt und sagt, er soll die Primfaktoren berechnen, dann wird er ein paar Stunden lang beschäftigt sein, bis er die alle ausprobiert hat und schließlich bei 18.313 ankommt. Vorausgesetzt, man nimmt ihm den PC weg und das Handy. und wenn die Zahlen groß genug sind, dann braucht auch ein Computer lang, weil das Problem im Prinzip immer gleich schwer ist. Sozusagen man muss nur, je größer die Primzahlen sind, desto mehr muss man durchprobieren, bis man dorthin kommt. Es gibt ein paar Abkürzungen, aber keine, die das Problem wesentlich erleichtern. Das heißt, was man machen kann, ist, man nimmt zwei große Primzahlen, multipliziert die miteinander, kriegt eine Zahl n, nimmt noch eine zweite Zahl e, die kann man fix annehmen, aus irgendwelchen Gründen, die da jetzt wenig zur Sache tun, nimmt man meistens 17 oder 65.537. Und das ist der öffentliche Schlüssel, das gibt man bekannt, und den privaten Schlüssel nimmt man das gleiche n und eine Zahl d, die man ausrechnet als 1 durch e modulo p minus 1 mal q minus 1. Wenn man p und q kennt, ist das Ganze leicht auszurechnen. Aber wenn ich nur das n kenne, müsste ich, um mir p minus 1 und q minus 1 ausrechnen zu können, eine Primzahlenzerlegung von n machen. Und wenn die Primzahlen so in der Gegend von 300 Stellen sind und das Produkt davon dann ungefähr 600 Stellen hat, das entspricht ungefähr 2048 Bit-Key, dann dauert das sehr, sehr lange. Und wenn man das hat, dann hat man die hübsche Eigenschaft, dass ich meine Message mit E potenzieren kann und komme auf die verschlüsselte Nachricht, und umgekehrt kann ich die verschlüsselte Nachricht wieder mit dem D, dem privaten Schlüssel, potenzieren und komme wieder auf die ursprüngliche. Und wie man schon sieht, ist das hübsch symmetrisch, das heißt, ich kann eigentlich privaten und öffentlichen Schlüssel vertauschen und sozusagen in beide Richtungen verschlüsseln und wieder einschlüsseln, was mit den Vorhangschlössern, die ich vorher gezeigt habe, nicht geht. Insofern ist die Mathematik da ein bisschen praktischer als die Schlüssel. Gut, das war sozusagen der kurze Ausflug in die Mathematik. Warum das funktioniert, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das kann man nachlesen in der Wikipedia oder sonst wo. Könnte man auch danach noch diskutieren.
ist aber, glaube ich, für die Anwendung eher uninteressant. Wichtig ist nur, dass es private Schlüssel und öffentliche Schlüssel gibt. Und den privaten Schlüssel gibt man nicht aus der Hand und den öffentlichen kann man frei verteilen. Und der ist auch notwendig für die Kommunikation. Jo, was mache ich jetzt in der Anwendung? Wir haben gesagt, wir wollen Vertraulichkeit haben. Die erreicht man durch Verschlüsselung. Das heißt, wenn ich dem Roland zum Beispiel eine Mail schicken will, dann schaue ich nach, wie ist sein öffentlicher Schlüssel, verschlüssele mit dem und nachdem nur er den zugehörigen Private Key hat, kann nur er die Mail wieder lesen. Umgekehrt kann ich mich identifizieren. Ich kann als Absender die Nachricht mit meinem Private Key verschlüsseln und kann sie irgendjemandem schicken. Und nachdem der den Public Key hat, kann er es wieder einschlüsseln und lesen. Und er weiß gleichzeitig, dass ich die einzige Person bin, die das mit diesem Schlüssel verschlüsseln konnte, weil es mein Public Key ist und nur ich den Private Key dazu habe oder zumindest haben sollte. In der Praxis ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Da wird beim Verschlüsseln zuerst dann Schlüssel für ein anderes Verschlüsselungsverfahren generiert und es wird dann dieser Schlüssel mit dem Public Key verschlüsselt. Das hat ein paar Vorteile. Andererseits Performance. Public Key Verfahren sind meistens ein bisschen langsam. Andererseits kann man auf die Art und Weise sehr einfach eine Mail an mehrere Empfänger verschlüsseln, indem ich einfach einen Schlüssel für die Nachricht generiere und den dann mit den Public Keys aller meiner Empfänger verschlüssele. Und jeder einzelne kann es dann sozusagen wieder entschlüsseln, was nicht gehen würde, wenn ich die ganze Nachricht mit allen Schlüsseln verschlüsseln würde. Zumindest nicht, wenn ich es hintereinander verschlüssel, ich könnte es einzeln verschlüsseln. Und umgekehrt bei der Identifikation verschlüssele ich auch nicht die ganze Nachricht, sondern bilde nur eine Checksumme und verschlüssele die. Auch wieder einerseits aus Performancegründen, andererseits erlaubt man das, dass ich die Mail selber im Klartext schicke und nur die Signatur hinten dran hänge. Wenn die Checksumme passt, dann ist die Mail offensichtlich nicht geändert worden und von mir signiert worden. Ja, und das Ganze macht das Ganze in der Implementation etwas komplizierter, aber in der Anwendung einfacher und schneller. Ja, nächster Punkt, Zertifikate. Wir haben gesagt, jetzt Public Key. Ja, sozusagen, wenn ich jetzt weiß, dass das sein Public Key ist, dann weiß ich, dass er die Mail verschickt hat und so weiter. Aber Public Keys sind, wie wir gehört haben, zum Beispiel beim RSA-Verfahren eine sehr große Zahl mit 600 Stellen und eine etwas kleinere. Das ist unhandlich. Wenn ich mich vorstelle, ich bin der mit dem Public Key und dann sage ich eine 600-stellige Zahl aus. Das kann sich niemand merken und das kann niemand direkt verwenden. Was man möchte ist, dass man den Public Key mit einer Identifikation verknüpft, die sozusagen im wirklichen Leben eine Bedeutung hat. Das kann der Name sein, also es kann eine E-Mail-Adresse sein, es könnte eine Sozialversicherungsnummer sein, das könnte eine Funktion sein, derjenige ist der Geschäftsführer von der Firma sowieso, was auch immer. Und das kann ich wieder über die Kryptographie machen, indem ich im Wesentlichen eine Nachricht signiere, die ungefähr so ausschaut. Also ich, Anastasia Dinkleck, bestätige, dass derjenige Besitzer dieses Public Keys ist und das Ganze unterschreibe ich in dem Fall halt nicht mit Kugelschreiber auf Papier, sondern mit einer elektronischen Signatur, sprich ich verschlüssel das Ganze, beziehungsweise ich bilde eine Checksumme dazu und verschlüssele die Checksumme mit meinem Private Key.
Damit sozusagen hat jetzt die ausstellende Person oder die ausstellende Organisation bestätigt, dass diese Identifikation und dieser Key zusammengehören. Gut und schön. Wer kann das machen? Im Prinzip jeder. Es kann jeder ein Zertifikat ausstellen, die Programme dafür gibt es. Nur, was bringt es? Wer ist die Anastasia Tintenklecks und soll ich der vertrauen, wenn sie mir sagt, das ist der Matthias Huber, Herr Hinterhuber. Und da gibt es jetzt im Wesentlichen zwei Modelle. Das eine ist das sogenannte Web of Trust. Das bildet so im Wesentlichen die Beziehungen, Bekanntschaften zwischen Menschen ab, sozusagen. Ich als Person kenne den da und den da und den da, der kennt den da auch und der kennt wieder den. Und die können sich dann gegenseitig, das ist schlecht, hoffentlich halt jetzt lang genug, die können sich dann gegenseitig bestätigen, ihre Identität bestätigen, so wie man sich im Leben trifft und sagt, ja, und das ist der Franz und das ist die Martina und sich gegenseitig vorstellt. Das andere Modell ist, ob ich das jetzt schaffe, da nach rechts zu scrollen. Ah ja, den sehe ich nämlich da interessanterweise nicht. Ah doch, da ist er. So. Das andere Modell baut auf sogenannten Certification Authorities auf, wo es halt dann ausgezeichnete Stellen gibt, denen alle oder zumindest sehr viele vertrauen. Das heißt, da gibt es dann so einen, das ist so der Oberste, dem vertrauen alle und der kann jetzt entweder Leuten direkt ein Zertifikat ausstellen oder er kann andere damit beauftragen, dass sie das in seinem Namen oder in eigenem Namen machen. Das ist so mehr das Modellpassamt. Ich gehe auf die Bezirkshauptmannschaft und hole mir dort einen Pass, da steht dann mein Name drin und wenn ich den Pass herzeige, glauben mir alle, dass der Name da drin ist. Stimmt und die Bezirkshauptmannschaft hat die Berechtigung, Pässe auszustellen von der Republik Österreich. Das entspricht so ungefähr dem. In E-Mail werden tatsächlich, also im Web wird praktisch nur dieses Modell angewendet, wenn wir das letzte Mal beim Göster gehört haben. In E-Mail gibt es tatsächlich beide Modelle. Da gibt es nämlich zwei verbreitete Systeme. Das eine ist PGP, steht für Pretty Good Privacy. Da gibt es mehrere Implementationen davon. Die wahrscheinlich am weitesten verbreitete ist GNU-PG, GNU Privacy Guard, GPG, PGP umgedreht, die Buchstaben. Das verwendet das Web of Trust Modell und das andere ist S-MIME. Das verwendet das Certification Authority Modell. Das hat gewisse Auswirkungen. Bei PGP enthält die Signature im Wesentlichen nur die Key-ID. Warum? Weil es durch dieses Web of Trust sehr viele Pfade geben kann und ich weiß eigentlich nicht sozusagen, welcher ist für den Empfänger der relevante. Bei S-MIME hingegen enthält die Signatur den Public Key plus die volle Keychain, weil wenn ich hier bin, kann ich relativ schnell nach oben gehen und komme bis zu einer Certification Authority, die der Empfänger hoffentlich akzeptiert. Wenn er sie nicht akzeptiert, habe ich ein Problem, während dem bei PGP sozusagen könnte der Empfänger sagen, naja gut, den kenne ich jetzt zwar nicht, aber dem wird seine Identität von den drei Leuten bestätigt und von denen kenne ich zwei und denen vertraue ich dann und von denen weiß ich, dass sie keinen Blödsinn sagen oder so.
notfalls noch über mehrere Stufen, aber das ist natürlich das Vertrauensproblem so irgendwie, nur weil ich jemanden kenne, der jemanden kennt, muss ich sozusagen dem in der dritten Stufe nicht unbedingt vertrauen, dass er nicht einen falschen Namen angibt oder jemanden anderen unter einem falschen Namen vorstellt. Das hat bei S/MIME einen Nachteil, die Mails sind deutlich größer. Plus natürlich sozusagen, dass ich die Certification Authority auf jeden Fall kennen und akzeptieren muss. Es hat aber zwei Vorteile. Ich brauche für die Verifikation nur die CA, weil der vertraue ich ja und da gibt es relativ wenige davon. Ich weiß nicht, vielleicht. Die Certification Authority, abgekürzt CA. Und ja, das sind so an weltweit einigermaßen bedeutenden vielleicht 100 oder so. Wobei man sich dann natürlich auch wieder die Frage stellt, so irgendwie, wer sind diese 100 und warum vertraue ich denen? Nur deswegen, weil sie per Default in meinem Mailer eingebaut sind, oder habe ich einen weiteren Grund dafür? Und nachdem der Public Key in der Mail selber enthalten ist, kann ich jemanden, von dem ich eine signierte Mail bekommen habe, sofort verschlüsselt antworten, weil ich seinen Public Key habe. Das heißt sozusagen, der Key-Austausch funktioniert sozusagen nur zwischen den zwei Leuten, die miteinander kommunizieren wollen. Einer von beiden muss einmal anfangen damit. Und ich brauche eine CA. Währenddem bei PGP brauche ich unter Umständen sozusagen ist eine ganze Kette dadurch, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und es gibt allerdings im Gegensatz zu den S/MIME-Sachen bei PGP eine Public Key-Infrastruktur mit Key-Servern, wo man sehr viele Keys eigentlich wahrscheinlich die von praktisch allen Leuten, die das regelmäßig verwenden, findet. Das heißt, man muss nicht sich so wirklich darum kümmern, wo man das findet, sondern das kann das Programm selber. Ja, was ich da jetzt irgendwie vergessen habe, was sind noch wichtige Unterschiede? Die Verbreitung. S/MIME ist in fast allen Mailern, würde ich sagen, heute eingebaut. Ich nehme als Beispiel dann Thunderbird, aber es gibt es auch in Outlook, Outlook Express, Domino, in praktisch allen Linux, unter Linux interessanten Mailern, Macintosh. Also man wird wahrscheinlich kaum einen weit verbreiteten Mailer finden, der keinen S/MIME-Support hat. Ob der jetzt angenehm zu verwenden ist, ist eine andere Sache, aber er ist da. Bei PGP schaut da die Sache wesentlich schlechter aus. Das gibt für den Thunderbird gibt's ein Plugin, also von vornherein hat das auch nicht eingebaut. Und für die meisten Linux-Mailer, die haben das meistens schon eingebaut, oder es gibt zumindest ein Modul dazu, das in der Linux-Distribution meistens schon enthalten ist. In der Windows- und Mac-Welt schaut es, also vor allem bei den kommerziell weit verbreiteten Programmen wie Outlook, eher schlechter aus. Also es gibt für Outlook ein Plugin, von dem ich momentan nicht weiß, wie der Zustand ist, ob das noch weiterentwickelt wird, ob es mit aktuellen Outlook-Versionen überhaupt noch funktioniert. Es gibt, glaube ich, auch für Lotus Notes ein Plugin, der Göster hat das einmal auch vor einiger Zeit erwähnt, weiß ich aber auch den aktuellen Zustand nicht. Das heißt, da ist man, hat man eher das Problem, dass man unter Umständen mit den Leuten, mit denen man tatsächlich kommunizieren möchte, dass die schon rein technisch eher weniger die Möglichkeit haben, als wenn man S/MIME verwendet. Deswegen, und jetzt bin ich dann, komme ich dann eh zum praktischen Teil, werde ich mich da jetzt bei der Vorführung
auf S/MIME konzentrieren. Kurze Frage. Hast du vorher CRCF zu erwähnen? Ja, mhm. Genau, ja. Mhm. Es gibt. Achso, ja, genau. Aber ich schiebe das jetzt dazwischen ein, weil dafür habe ich an sich keine Folie. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Certification Authorities. Viele davon sind in den Browsern eingebaut oder und auch in den Mailern. Die meisten davon, oder ich würde sagen, alle, die eingebaut sind, sind in der einen oder anderen Form kommerziell. Manche davon stellen allerdings Gratis-Zertifikate aus, die halt nur minimal überprüft werden. Eine davon ist zum Beispiel Startcom, die habe ich zum Testen auch zwischendurch einmal verwendet. Währenddem so die eher großen Bekannten, da kostet das was. Es gibt mindestens eine Organisation, die das Ganze sozusagen auf ehrenamtlicher Basis macht. Das kostet nichts. Die haben sozusagen auch keine große Infrastruktur selber, sondern verlassen sich auf Freiwillige, die Identifikationen, also Identitäten überprüfen und Zertifikate ausstellen. Das ist CA-Cert. Das ist an sich eine gute Idee. Ein bisschen ein Problem dabei ist, dass die weder in den üblichen Browser noch in den üblichen Mailern eingebaut sind. Das heißt, das Erste, was man machen muss, wenn man die verwenden will, ist, deren Zertifikat zu importieren. Damit man dem eigenen Mailer sagt, okay, das ist eine Certification Authority, die ich akzeptiere, und wenn von denen was unterschrieben ist, dann ist das okay so. Es gibt dann noch einen Punkt, auf den man eingehen sollte. Das ist die Frage Transport Encryption oder End-to-End Encryption. Weil ich habe jetzt gesagt, ja, da werden die Mails verschlüsselt und der Empfänger entschlüsselt sie dann wieder. Und der eine oder andere wird sich jetzt fragen, ja, aber ich verwende doch verschlüsseltes SMTP und verschlüsseltes IMAP. Reicht das nicht? Es ist besser als nichts, aber bei der Transportverschlüsselung wird immer sozusagen nur jeder Schritt einzeln verschlüsselt. Wenn ich da eine Mail schicke, dann schicke ich die verschlüsselt bis zu meinem Provider. Soll hier den. Der entschlüsselt sie, also ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, und legt sie im Klartext bei sich auf die Platte, und dort liegt sie so lange, bis er die Gelegenheit hat, sie weiterzuschicken. Die nächste, dann schickt er sie zum Provider vom Empfänger. Wenn ich Glück habe, wieder verschlüsselt, wenn ich Pech habe, nicht. Der entschlüsselt sie wieder, legt sie entschlüsselt in die Mailbox vom Empfänger. Der Empfänger holt sie dann irgendwann einmal über IMAP ab, möglicherweise verschlüsselt, wahrscheinlich verschlüsselt, damit er sein Passwort nicht sozusagen, und hat sie dann entschlüsselt wieder auf seinem PC. Das heißt, immer dazwischen, überall, wo die Mail tatsächlich auf dem Rechner landet, auf dem Server landet, liegt die Mail im Klartext vor. Und nebenbei kann man sich hier in der Mitte drinnen nicht darauf verlassen, dass das Ganze wirklich verschlüsselt wird. Und wenn jemand tatsächlich einen Angriff machen würde, vor allem ein Man-in-the-Middle-Attack, könnte er sehr leicht sagen, tut mir leid, ich kann nicht verschlüsseln, bitte schick's mir im Klartext. Und das müsste im Wesentlichen jeder akzeptieren, weil man gegenüber Empfängern, die man nicht kennt, und wenn ein Internetprovider einem anderen was schickt, kennt er den anderen Provider im Allgemeinen nicht, weil davon gibt es zu viele, nicht wissen kann, ob der Verschlüsselung unterstützt oder nicht. Und wenn er es unterstützt, was er für eine Identität im Zertifikat verwendet. Das kommt nämlich noch dazu, dass es dafür keinen Standard gibt. Das heißt sozusagen, das
ist schön für jemanden, der halt irgendwie zufällig über WLAN oder so mitlesen kann, aber kein endgültiger Schutz. Während dem, wenn man sozusagen der Absender tatsächlich die Mail verschlüsselt und nicht nur die Verbindung, dann wird hier die Mail verschlüsselt und dann wird die verschlüsselte Mail verschickt. Das heißt, die wird hier zum Transport nochmal verschlüsselt. Das wird zwar entschlüsselt, aber nur einmal und die Verschlüsselung der Mail selber bleibt erhalten. Das heißt, die verschlüsselte Mail landet hier am Server, wird hier vom Empfänger abgeholt und erst der Empfänger selber entschlüsselt sie und sieht sie dann bei sich am Schirm. Das heißt sozusagen, hier habe ich tatsächlich eine Verschlüsselung vom Sender bis zum Empfänger und nur der wirkliche Empfänger kann sie entschlüsseln, während ich im anderen Fall ich dazwischen drin immer wieder einzelne Hops habe. Gut, da liegt vielleicht die Mail nur Bruchteile von Sekunden herum, aber man weiß nie, wo die Mail unverschlüsselt vorliegt. Ich weiß nicht, ob ich die Gründe ganz verstehe, aber ich glaube, dass es deswegen entschlüsselt wird, damit der NTA die Mailer lesen kann. Ne? Ja. Und warum lasse ich dann nicht den Mailtext verschlüsseln? Das wird die ganze Verbindung verschlüsselt. Also sozusagen, es ist nicht so, dass die Mail, also das in dem Fall wird nicht, das war gesagt, zu einfach. Es wird hier nicht die Mail selber verschlüsselt, sondern es wird die gesamte Verbindung verschlüsselt. Das hat natürlich den Effekt, dass auch die Mail verschlüsselt ist, aber sozusagen es ist nicht nur die Mail verschlüsselt, sondern es ist die gesamte Verbindung und über die Verbindung wird halt dann übertragen unter Umständen Username und Passwort, Absender, Empfänger und die Mail. Und das Ganze, sozusagen, es wird dann nicht wirklich ein verschlüsselter Block empfangen, der dann entschlüsselt wird, sondern es ist einfach die Verbindung als solcher verschlüsselt und darüber wird die Mail und in dem Moment, wo der Empfänger die Mail tatsächlich bekommt, hat er die Verbindung schon wieder entschlüsselt. Abgesehen davon wird es nichts nützen, weil er kann es in der Form nicht weiterschicken. Weil sozusagen, ich habe hier einen verschlüsselten Kanal und ich habe hier einen anderen verschlüsselten Kanal. Das heißt, ich muss die Mail in lesbarer Form haben und damit ich sie an den nächsten wieder weiterschicken kann und auch damit ich sie manipulieren kann. Es muss jeder Mail-Server muss einen Receive-Header vorne dran fügen zum Beispiel. Unter Umständen muss er noch mehr machen, aber das ist sozusagen das was er mindestens machen muss. Ja, gut. Damit bin ich mit dem theoretischen Teil zu Ende und hoffe, dass der praktische Teil funktioniert. Schauen wir mal. Habe ich noch ein Netz? Na. Schaut schlecht aus. Ist der da inzwischen eingeschlafen? Okay. Michael, hast du den Stick noch? One Connected User. Ah, jetzt habe ich wieder Netz. Passt. So. Ich habe da jetzt den Thunderbird bzw. die Debian-Version iStuff offen. Da müsste eigentlich irgendwie eine Suche geben, wo ich direkt suchen kann. Ja, da
da, aber da durchsucht man alles. Das ist, war etwas mehr, als ich wollte. Wo, da? Ah ja, genau. Da geht mehr. Search Subject. Genau. So, ich habe da eine Mail vom Roland, die er mir geschickt hat, die er signiert hat. Und genau. Wenn ich da drauf, da sieht man so dieses. Oh, sorry. So, ist besser, glaube ich. Gibt es dieses Briefsymbol mit dem roten Klecks drauf, der so ein Siegel darstellen soll, nehme ich an. Und daran erkennt man, dass es signiert ist. Und möglicherweise auch verschlüsselt. Und wenn ich draufklicke, dann sehe ich, dass die Mail vom Roland Schwarz signiert ist und ja, der diese E-Mail-Adresse hat und von wem das Zertifikat ausgestellt wurde, in dem Fall von CRZ. Und offensichtlich habe ich das Zertifikat von CRZ schon importiert, weil sonst hätte ich jetzt eine Fehlermeldung bekommen. Zum Vergleich hier eine nicht signierte Mail. Ah, doch. Es hat nur etwas länger gebraucht. Das ist eine PGP-signierte Mail, wo durch Schlüsselung bekannt ist. Deswegen da das Fragezeichen. So. Ich wollte eigentlich anfangen damit, wie komme ich dorthin? Womit ich anfangen muss, mehr oder weniger, wenn ich sozusagen nicht nur Mails lesen will, die mir andere Leute signiert und unverschlüsselt schicken, sondern selber signieren will und vor allem verschlüsselte Mails empfangen will, ist, ich brauche mal einen Private Key. Den kann man sich generieren. Es gibt mehr oder weniger komfortable Programme davon. Die Command-Line-Freaks mit gutem Gedächtnis oder einem griffbereiten Notizbuch, wo sie sich das notiert haben, können die OpenSSL-Commands verwenden. Es gibt ein paar GUI-Tools unter Linux. Meistens, also gerade im Bereich von S/MIME-Zertifikaten ist es so, dass man das im Browser eingebaute Tool selber verwenden kann. Wenn ich hier, ich bin jetzt hier bei CRZ auf der Webseite, ich habe mich schon eingeloggt. Ich habe außerdem mehrere E-Mail-Accounts schon angelegt, die man hier. Wieso will der, dass ich mich da noch einmal einlogge? Sollte ich eigentlich haben. So. Wahrscheinlich sollte ich die Schrift ein bisschen größer machen, damit man es auch lesen kann. Ich habe da schon ein paar E-Mail-Adressen von mir angelegt. So meine übliche Adresse, eine Testadresse, noch eine zweite Testadresse. Das sind so üblicherweise die Sachen, die man macht, unmittelbar nachdem man bei CRZ sich angemeldet hat und verifiziert worden ist von oder assured worden ist von den Assurern.
beziehungsweise wenn man bei einer kommerziellen CA sich anmeldet, hat man auch ziemlich am Anfang die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse anzugeben. Die wird dann unter Umständen verifiziert, indem dort eine Testmail hingeschickt wird und ähnliches. Ist da bei CA-Cert im Wesentlichen das Gleiche. Der nächste Schritt ist dann, dass man sich einen Private Key erzeugt und ein Zertifikat ausstellen lässt. Bei CA-Cert fällt es unter Client Certificates. Die sagen also, die Zertifikate für die Server sind, für Webserver sind Server Certificates und für E-Mail sind Client Certificates. Die Client Certificates kann man auch verwenden, um sie zum Beispiel mit dem Browser, die kann man auch im Browser installieren und sie dann mit dem Browser bei manchen Websites, zum Beispiel bei CA-Cert selber, einzuloggen, wird aber im Webbereich relativ wenig verwendet. Für E-Mail? Gut. Genau, ja. Da gibt es natürlich die Acceptable Use Policy, was man alles tun darf und was man nicht tun darf. Und dann sage ich, okay, ich will mir ein neues Zertifikat erzeugen für diesen Test-Account hier. Ich könnte es hier noch auswählen, welches Root-Zertifikat ich haben will. Ich bleibe jetzt hier der Einfachheit halber beim Class 1 Root-Zertifikat. Der Unterschied liegt in der Policy. Also die meisten CAs haben verschiedene Root-Zertifikate, je nachdem, wie genau sie überprüfen, wie genau sie deine Identität überprüfen. Das kann gehen. Nicht unbedingt. Also man muss im Fall des Falles wirklich nachlesen. Im Fall von CA-Cert ist es so, dass für das Class 3 Zertifikat genauer geprüft wird als für das Class 1 Zertifikat. Es ist allerdings das Class 1 Zertifikat etwas älter und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo schon importiert ist, ist etwas höher. Also es ist nicht so ganz klar, was geschickt ist zu verwenden. Ich kann mir jetzt noch aussuchen, ob er nur die E-Mail-Adresse verwenden soll oder auch den Namen und in dem Fall mit mittlerem Namen oder ohne. Vollständigkeit halber nehme ich den. Und den Rest ignorieren wir. Und dann sage ich Next. Und das schaut jetzt sehr gefährlich aus. Ich habe hier ein Formular auf einer Website, wo steht Create Certificate Request. Da weiß man jetzt eigentlich nicht wirklich, was da passiert. So, wo wird jetzt tatsächlich der Private Key erzeugt? Es ist jetzt tatsächlich so, dass hier im Formular drinnen so ein magisches Tag KeyGen ist und das KeyGenerate und das sagt dem Browser, bitte erzeuge einen Private Key, speichert den Private Key und schick mir den zugehörigen Public Key. Das heißt sozusagen, es wird hier tatsächlich im Browser der Private Key erzeugt und nicht am Server. Soweit ich weiß, gibt es auch gar keine Möglichkeit, am Server einen Private Key zu erzeugen, den dann der Browser automatisch übernimmt. Aber es ist irgendwie meiner Meinung nach vom Benutzerinterface her nicht sonderlich gut geglückt, weil man hier sozusagen wirklich als Benutzer eigentlich nicht sieht, was passiert. Aber sozusagen hier in diesem Fall sozusagen weiß ich jetzt, es ist sicher, weil ich vorher startssl.com erwähnt habe, da ist die Webseite, auf der man das erzeugt, irgendwie mit einem Wust von JavaScript und Icons und Zeug und Sachen. Ich habe das
Teig nicht einmal gefunden. Da drinnen, also. Ja. Wer weiß, was da passiert. Ja, und da klickt man dann auf Create Certificate Request. Dann blinkt er so kurz auf, dass er das jetzt macht. Das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich der Browser macht und nicht irgendwas am Server. Und dann steht da Waiting und irgendwann hat dann der Server das Zertifikat erzeugt. Das kann ich mir dann runterladen und der Browser hat es dann installiert. Und weil ich es ja im Endeffekt nicht im Browser haben will, sondern im Mailer, und es gibt meines Wissens keine vernünftige Möglichkeit, im Mailer selber das zu generieren, muss ich es aus dem Browser exportieren und dann in den Mailer importieren. Ich glaube, neuere Thunderbirds können direkt auf die Website verbinden, mhm. Aus diesen Tabs heraus. Ja, das könnte sein, dass es damit geht. So, dann habe ich hier in den Preferences unter Advanced Encryption kann ich mir meine Zertifikate anschauen. Ja, die sind. Geht das in Notes, so ein Zertifikat? Im Notes solltest du das, glaube ich, über die eingebaute CA vom Notes selber machen. Das müsste man sich anschauen. Habe ich mir eigentlich noch nie angeschaut, wie das geht. Mhm. Du bist ja jetzt immer beim Exportieren. Jetzt bin ich noch beim Exportieren. So, und dann kann ich sagen, ich hoffe, das ist der da. Ich mache davon jetzt ein Backup. Ja, das. Und speichern wir das irgendwo unter Temp ab. Gut, da habe ich schon eines, was irgendwie fast so heißt. Test2.b12. Der will jetzt da, dass man es noch mit einem Passwort sichert. Wenn man wirklich ein Backup macht, sollte man da auch ein gutes Passwort verwenden. Wenn man es nur exportiert, dann auch sofort wieder importiert und das Originalfile und das File danach löscht, dann. Genau, da steht der Private Key drin. Da steht der Private Key drin, da steht der Public Key drin, plus das Zertifikat. Und der Private Key ist heilig. Nachdem es jetzt nur ein Testzertifikat ist, mache ich da jetzt nur ein nicht so schönes Passwort. Ich glaube, du wirst den Namen gleich verschiedene Tasten. Genau. Du zeigst dann gleich, wie das roten geht. Ne? Ja. So, und jetzt Blödsinn, Preferences ist da. Certificates, aha, man sieht, wo ich zuletzt war. Da kann ich auch wieder auf meine Zertifikate gehen. Import 1950, das da ist es. Ups, das sollte nicht sein. Nochmal, Preferences, Encryption, View, Backup. Vielleicht hat er dich nicht lassen, wenn das Passwort nicht gut war. Glaube ich nicht. Ich habe beim Testen schon kürzere verwendet. So, Replace. Successfully backed up, sagt er. Mhm. Das hat er, glaube ich, zuerst auch schon gesagt. Schauen wir mal. Ups. Wo kommst du her?
auf. Mhm, aber da ist eh nichts. Na gut, dann nehm ich das andere, genau. Das habe ich die Platte voll vielleicht? Ah, das ist es. Sollte ich mal auf... Na, das war... Der war schon heuer. Heute ist ein Mittwoch, kein Freitag. So. Der Peter hatte so oft Vorgüben, so aus dem Genau, ja. Gut. Jetzt fragt er mich nach dem Passwort, das war ein anderes. No? Successfully restored. Super. Das heißt, ich müsste jetzt hier unter My Certificates das Zertifikat sehen, das ich vorher angelegt habe. Ja, ich habe heute Nachmittag schon eines. Das andere stammt von heute Nachmittag. Das ist das gleiche Datum, nur die Uhrzeit ist anders. Hurra. So, jetzt muss ich aber dann doch schauen, dass ich da irgendwie ein bisschen... Ich glaube, dass die Debian-Files von Lotus Notes für Linux kann ich, glaube ich, kübeln. Damit habe ich zumindest wieder ein bisschen Platz. So, den Firefox brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Das kann ich auch alles zumachen. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann Mails lesen und die mir jemand schickt, wenn derjenige meinen Public Key weiß. Ich kann, dazu muss er es jetzt erst einmal bekommen, das heißt, ich schicke mal jemanden eine Mail. Der Einfachheit halber gleich mir selber. Das hat den großen Vorteil, dass es in meiner Mailbox landet. Test. S/MIME und da sage ich, ich will es jetzt einmal nur signieren und nicht verschlüsseln. Achso, ja. Und beim ersten Mal fragt er mich dann gleich, so welches Zertifikat ich verwenden will, für den Fall, dass ich mehrere habe. Könnte das ja sein. In dem Fall habe ich eh nur eines zur Auswahl. Da zeigt er mir noch an, was da alles drinnen steht. E-Mail-Adresse, Name, Seriennummer, von wann bis wann es gültig ist. Dass man das für Server zum Signieren und zum Verschlüsseln verwenden kann, wer es ausgestellt hat und wo es gespeichert ist. In dem Fall Software Security Devices, der eingebaute Zertifikatspeicher vom Thunderbird. Theoretisch wären da auch Smartcards und Ähnliches möglich. Habe ich aber auch noch nie ausprobiert. Das wäre vielleicht mal eines der nächsten Projekte, mal so Bürgerkarten mit Linux auszuprobieren oder Ähnliches. Wenn ich viel Zeit habe. Und, ja. Gut. Jupp. Genau. Und dann hat er mich noch gefragt, sozusagen, welches Zertifikat verwendet werden soll, wenn mir jemand anderer was schickt. Das habe ich jetzt da beide eingetragen. Das sind in beiden Fällen das gleiche. Hurra. So. Gut, dann signiere ich die Message und schicke das einmal weg. Nein, ich will nicht PGP. Das kommt davon, wenn man zu viele Sachen am gleichen. Dings macht. So. Also, ich will PGP will ich gar nichts machen und mit S/MIME will ich signieren.
schicke ich mir die Mail und hoffe, dass das Netzwerk noch geht. Schaut irgendwie nicht so aus. Oh ja, das Netzwerk geht noch. Das Passwort muss doch wohl auch stimmen. Bin ich mir irgendwie unsicher. Stimme ist nicht immer gut. Ja. Da könnte ich mir nur das Zertifikat abholen. Ja, so könnte man es auch vielleicht. Vielleicht den Einkriegen. Ja. Wenn er nicht den Browser aufmacht. Aber ich brauche auch den Private Key. Und den kriege ich natürlich nicht von Zerzart. Ja, genau. Ja. So. Hat er den jetzt geschickt oder nicht? Schauen wir mal. Test, die ist von jetzt. Sie ist einmal zumindest im Send-Folder. Also sollte eigentlich. Ah ja, da ist sie. So. Die ist da jetzt gekommen. Jetzt wundere ich mich ein bisschen über. The email address list is different from the email address that was used to send the message. Ah ja, genau. Ich habe die Mail habe ich verschickt als hjb@hjb.at und im Zertifikat steht hjb-test@hjb.at und da warnt er mich jetzt netterweise, dass das nicht übereinstimmt, weil das könnten ja verschiedene Personen sein. Aber bis auf das ist es in Ordnung. Und wenn ich da jetzt antworte, das sollte ich jetzt aber an den HJB-Test antworten. Ja, den unter Umständen auch, aber den kann ich nicht so frei aussuchen. Ich hätte vielleicht doch überhaupt gleich einen eigenen Test-Account anlegen sollen. Dann sollte ich den jetzt auch verschlüsseln können, weil ich ja jetzt den Key vom HJB-Test habe. Und das OpenBGP spuckt mir auch wieder in die Suppe. Zip. Das sollte auch im Send-Folder sein. Da sehe ich es auch immer ein bisschen schneller. So, genau. Da sehe ich jetzt natürlich auch wieder das Gleiche. Signiert vom HJB-Test, aber mit from HJB. Und so ein Schloss, das mir anzeigt, dass die Mail verschlüsselt ist. Ist jetzt in dem Fall ein bisschen ungünstig, dass der Absender und der Empfänger die gleiche Person sein. Also so kann ich es auf jeden Fall lesen. Aber Quelltext hier, dann sehen wir, dass es verschlüsselt ist. Genau. So schaut das aus. Genau, ja. Aber nur Base64. Man könnte es jetzt. Das Base64. Upsala. Das Base64 kodiert, da könnte man jetzt. Habe ich das? BS64-D Pipeless. No, geht das? Na, so einfach ist es nicht.
So. Verschlüsselt genug. Weiß man auch nicht. Über die Qualität eines Verschlüsselungsalgorithmus mit durch einfaches Anschauen zu bestimmen, ist relativ aussichtslos. Aber man sieht jedenfalls, es ist zumindest nicht Klartext und es steht irgendwas von CA-Cert drinnen, dass das die Root-CA sei und so weiter. Und der Rest ist irgendwie sozusagen von meinem Text ist zumindest in dem Teil, den ich da jetzt dekodiert habe, nichts zu sehen. Naja, und sehr viel mehr ist dann eigentlich nicht. Sozusagen, man kann Mails verschlüsselt verschicken. Derjenige, der sie bekommen hat, kann darauf antworten. Und man sieht halt so Sachen wie, ob die Absenderadresse zum Zertifikat passt. Man sieht, ob es verschlüsselt ist oder nicht. Sehr viel mehr ist da eigentlich nicht dabei, was unter Umständen noch praktisch wäre. Und das geht zumindest, soweit ich sehe, im Thunderbird mit S-MIME nicht, wäre zu konfigurieren, mit wem man verschlüsselt kommunizieren will. Das geht, wenn man das Enigmime-Plugin verwendet mit BGP. Da kann ich sagen, wenn ich dem eine Mail schicke, möchte ich es bitte verschlüsselt machen und bei dem möchte ich es nur signieren und bei dem dritten möchte ich weder das eine noch das andere machen, weil der hat irgendeinen komischen Mailer, der abstürzt. Oder? So eine Mail bekommt. Ja. Vielleicht ein paar Worte zum Verschlüsseln. Zum Verschlüsselungsthema für Webmail-Benutzer sagen kannst, weil es gibt ja einige und da immer wieder die Frage auftaucht, na, wieso geht das nicht am Webmail oder wieso bietet das nicht an? Und, es ist ein heikles Thema. Einerseits sozusagen also der Grund für die Puristen, warum bei Webmail keine Verschlüsselung verwendet wird, ist, weil die Verschlüsselung an sich end-to-end sein sollte. Das heißt sozusagen, ich sollte irgendwie auf meinem PC, dem ich vertraue, dass dort niemand Zugriff hat, außer den 95 Viren, die ich mir eingefangen habe, auf dem sollte mein Private Key liegen und nirgends sonst. Wenn ich jetzt Webmail verwende, dann sozusagen läuft der Mailer an sich ja eigentlich nicht auf meinem PC, sondern der läuft irgendwo beim Provider. Das ist das eigentliche Programm, das die Mailboxen verwaltet, das die Mails anzeigt und so weiter. Mein Browser ist eigentlich nur der Terminal. Und infolgedessen muss dann der Private Key auch dort liegen. Das heißt, der muss dann beim Provider oder am Mail-Server vom Arbeitgeber oder vielleicht auch, wenn ich Webmail bei mir selber daheim installiert habe, auf meinem Mail-Server liegen. Und es kommt jetzt halt darauf an, sozusagen, vertraue ich dem so weit, dass ich dort meinen Private Key liegen habe. Das kann unter Umständen durchaus der Fall sein, wenn ich daheim einen Mail-Server aufgesetzt habe mit einem Webmailer dabei, dann vertraue ich dem von mir selber aufgesetzten Mailer ziemlich Webserver mindestens so sehr wie der von mir selber aufgesetzten Workstation, weil in beiden Fällen habe ich beide aufgesetzt und ja, genau. Wenn ich in der Arbeit sozusagen einen Mail-Server habe, gut, dann muss ich mich darauf verlassen, dass der Arbeitgeber damit keinen Blödsinn macht, beziehungsweise der Systemadministrator dort. Nur das kann er höchstwahrscheinlich sowieso, vor allem weil er ja die PCs, den PC, den ich in der Arbeit verwende, auch administriert. Und
unter Umständen ist es sogar sinnvoll, wenn man, sagen wir, dienstliche Mails, wenn die noch mit einem, zum Beispiel mit einem zweiten Schlüssel verschlüsselt sind, dass wenn jemand die Firma verlässt oder krank wird oder genau, dass man dann an dessen dienstliche Mails herankommt. Beim Provider kommt es halt darauf an, sozusagen. Aber wenn ich sozusagen bisher unverschlüsselt meine ganzen Mails bei Google lagere, dann kann ich den Private Key, den ich ja nur für den Gmail-Account verwende, auch dort lagern. Das ist zumindest kein zusätzliches Risiko. Also insofern spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, dass Webmailer Verschlüsselung anbieten. Ich kenne allerdings momentan keinen, der es tut. Also das letzte Mal, das ist jetzt allerdings auch schon wieder 3 Jahre her, wo ich dann einen Verschlüsselungs-E-Mail-Vortrag gehalten habe, habe ich mich etwas umgeschaut und nichts gefunden. Diesmal muss ich zugeben, habe ich nichts recherchiert. Es könnte sein, dass es mittlerweile welche gibt, die es können. Ja. irgendwas wollte ich noch sagen. Die Mails sind verschlüsselt. Die Mails landen auch verschlüsselt in der Mailbox. Das heißt, man sollte auf seinen Private Key nicht nur in der Hinsicht gut Acht geben, dass man ihn nicht außer Haus lässt, sondern dass man auch ein Backup davon hat, weil sonst kann man seine Mails nicht mehr lesen. Zumindest die, die man verschlüsselt bekommen hat. Das ist auch etwas, was gerne, vor allem so, wenn man dann irgendwann einmal den Schlüssel wechselt, dann denkt man so irgendwie, den alten Schlüssel braucht man nicht mehr, oder man achtet einfach nicht darauf, dass der dann beim Wechsel auf einen neuen PC nicht mitkopiert wird und dann steht man dann irgendwann einmal, sucht man dann im alten Mailarchiv nach irgendwelchen E-Mails, die sind 5 Jahre alt und sie sind verschlüsselt und man hat den zugehörigen Private Key nicht mehr und dann steht man blöd da, weil ja, wenn die Verschlüsselung gut genug war, dann hat man keine Möglichkeit mehr, das zu knacken. Ja, ich glaube, damit sind wir nahtlos in die Fragerunde übergegangen. Du hast die Fragen wiederholen, damit du hörst. Ja. Beim Archivieren dieser Mails wäre die Frage mit der Durchsuchbarkeit. Kann man dann auch irgendwie sagen, entschlüssel alle und leg es in einen anderen Ordner um? Wird der Anbieter Sache sein? Guter Punkt. Also die Frage war, wenn man Mails archiviert oder eigentlich auch sozusagen in der Mailbox liegen die Mails verschlüsselt, kann man die noch durchsuchen. Hängt vom Programm ab. Beim MAT zum Beispiel ist es so, dass der die Mailbox jedes Mal neu durchsucht und wenn er dann eine verschlüsselte Mail findet, dann fragt er halt nach dem entsprechenden Passphrase und holt den Private Key und entschlüsselt das. Das funktioniert. Wenn man eine Volltextsuche hat, so wie im Thunderbird zum Beispiel, ist das ein bisschen problematisch, weil da muss man einen Volltextindex aufbauen. Das heißt, ich brauche eine Zuordnung von Wörtern zu E-Mails. Das heißt, jetzt habe ich den Index und da steht drin, in der Mail Nummer 15.736 kommen die und die Wörter vor. Daraus kann ich zwar nicht unbedingt den vollen Text der E-Mail reproduzieren, aber ich finde zumindest jedes einzelne Wort, was in der E-Mail vorgekommen ist. Und soweit ich weiß, werden deshalb im Thunderbird verschlüsselte E-Mails nicht indiziert und sind über die Suche auch nicht auffindbar. Es gibt auch meines Wissens keine Option, mit der man es ändern könnte, wo man sagt, okay, das ist. Und es gibt auch keine Möglichkeit,
die Mail zu entschlüsseln und noch einmal abzuspeichern. Das heißt, das ist, also wenn man es in größerem Umfang verwendet, also wenn man wirklich mit seinen Bekannten, Geschäftspartnern und so weiter verschlüsselt kommuniziert, ist das sicher ein Problem, weil man die Mails dann unter Umständen nicht mehr findet. Der hat ein Ablaufdatum, also eigentlich hat nur das Zertifikat ein Ablaufdatum, das heißt danach sozusagen übernimmt der Zertifizierende keine Haftung unter Anführungszeichen mehr dafür, für die Richtigkeit der Angaben. Zum Entschlüsseln kann man aber natürlich weiterhin verwenden. Wie gesagt, also die Frage war eigentlich wieder sozusagen, kann ich Mails entschlüsselt abspeichern? Im Thunderbird meines Wissens nicht. Also wenn es irgendwie geht, dann habe ich es bisher. Also auch bei CFS kommt dann die verschlüsselte Mail raus. Genau, ja. Mhm. Ist das sicher? Das kannst du gleich ausprobieren. Ich bin mir nicht sicher, deswegen stelle ich eine einfache Frage. Schauen wir mal. Safe. Das war test.eml. Na, schaut ganz genau so aus. Also, ich ziehe das wieder her, damit wir zumindest die anderen auch sehen. Also. Wo siehst du einen? Ah. Sollte es so einfach sein? Decrypt or verify the... Na, das, wenn das von OpenPGP ist, ist es wahrscheinlich, es gibt zwei PGP-Formate. Das eine ist sozusagen ein MIME-Format, das ist das, was man normalerweise verwenden sollte, weil da sozusagen der Mailer automatisch erkennen kann, dass es eine verschlüsselte oder signierte Mail ist. Und es gibt das alte Plaintext-Format oder Inline-Format, wo die Mail als ganz normale Textmail drinsteht, nur ist der Text nicht lesbar. Und ich nehme schwer an, dass dieser Knopf dafür ist. Also, eine Frage kommt vielleicht noch zu der Aktivierungsfrage. Sicherheit und Bequemlichkeit, das meiste vereinfacht. Man kann entweder vertraulich seine Informationen ablegen oder man kann bequem darauf zugreifen. Beides zugleich geht halt schwer. Also daher ist es ein Grundsatzproblem. Mhm. Und kein technisches, ich meine, meines Erachtens. Ja, ja. Ich wollte nur nicht mitten hineinquatschen, während der noch sagt. Also der Einwurf war, dass sich Sicherheit und Bequemlichkeit ein bisschen beißen, dass man entweder seine Mails sicher ablegen kann oder bequem darauf zugreifen kann. Ich würde es vielleicht nicht ganz so einander ausschließend formulieren, aber da gibt es sicher einen, ja, sozusagen ist. Es sind ein bisschen wie einander widerstrebende Pole. So wie, wenn ich meine Tür absperre, dann komme ich nicht mehr so bequem rein, sondern ich muss halt dann irgendwo nach dem Schlüssel suchen und wieder aufsperren, wenn ich dann wieder rein will. Es gibt auch keine Möglichkeit, bereits eingegangene, unverschlüsselte Sachen noch zu verschlüsseln und verschlüsseln zu speichern? Gibt es auch nicht. Man könnte natürlich, und also die Frage war, ob es die Möglichkeit gibt, verschlüsselte, also unverschlüsselt eingegangene Mails im Nachhinein zu verschlüsseln.
ist mir in der Form auch nicht bekannt. Es ist auch ein bisschen die Frage, ja, ich meine, man könnte es dann natürlich so, an, sozusagen an sich selber sozusagen so tun, als ob man es an sich selber schicken würde. Da wären aber unter Umständen wahrscheinlich auch eher sinnvoll, dass man vielleicht die ganze Mailbox verschlüsselt, indem man das Ganze auf eine Lupe, also sozusagen, indem man Plattenverschlüsselung verwendet. Dann habe ich einfach die gesamte Mailbox. Könnte man zum Beispiel Google Mail einmal verwenden und hat dort die Mails verschlüsselt. Und kann dann von mehreren. Das könnte man machen. Ja, ja, nachher noch alles analysieren kann. Mhm. Muss man aber halt sozusagen dann die Mails auch über IMAP oder mit einem geeigneten Client lesen, das entschlüsseln kann, weil. Ja. Eine Anschlussfrage, ist dann im Send-Folder, der ist es dann auch verschlüsselt, weil es ja verschlüsselt verschickt worden ist, oder ist es dann nicht verschlüsselt, weil es ja eh ich bin? Es ist auch im Send-Folder verschlüsselt, also ich bin da jetzt im Send-Folder und man sieht, dass es hier verschlüsselt. Also es wird auch im Send-Folder genauso abgelegt, wie es verschickt wird. Zertifikat und der Empfänger hat also das Zertifikat nicht, dann hat er auch als Fragezeichen. Ne? Ja. Das ist nicht mehr verwirrend, sondern es ist ein Unverschuldet abgeschickt, weil es viele User wird dann eher auflegen, wenn du da Fragezeichen drin steht und wie vielleicht der löscht. Die Frage war, ob es. Also wenn der Empfänger das entsprechende Root-Zertifikat nicht hat, dann erscheint hier auch das Fragezeichen. Und ob das für die Benutzer nicht eher verwirrend ist, wie wenn man es gleich unsigniert schickt. Unter Umständen ja. Ich muss jetzt dazu sagen, ich verwende zwar seit vielen Jahren BGP, aber nicht S-MIME. Und ich habe bei PGP die Erfahrung gemacht, dass fast alle Empfänger das ignorieren. Ganz selten, und das ist eigentlich auch schon lange nicht mehr, bin ich gefragt worden, was das für ein seltsames Attachment ist. Es ist allerdings so, dass die meisten Mailer PGP eben, oder vor allem die im geschäftlichen Umfeld verwendeten, PGP nicht out of the box können und infolgedessen der Empfänger dann höchstwahrscheinlich entweder gar nichts sieht oder ein Attachment, das er nicht öffnen kann, aber nicht einen Briefumschlag mit einem Fragezeichen. Es ist durchaus möglich, dass das Fragezeichen tatsächlich die Leute mehr irritiert, als wenn sie gar nichts sehen. Müsste man ausprobieren. Ich komme dann gleich zu dir. Es ist auch da die Frage sozusagen, was man da tatsächlich verwendet. Welche Root-CA man verwendet. So sympathisch mir CA-Cert ist, vom Ansatz her und von der Vorgehensweise her, ist es unter Umständen tatsächlich sinnvoller, vor allem wenn man mit sozusagen das nicht nur im Bekanntenkreis, wo man ein bisschen missionarisch tätig sein kann, sondern geschäftlich verwendet, wenn man ein gratis Zertifikat von einer der kommerziellen CAs verwendet, weil die sind nämlich in den üblichen Mailern drinnen und da funktioniert es dann eben von vornherein, dass man eben nicht ein Fragezeichen bekommt, sondern dass das angezeigt wird, dass es korrekt signiert ist. Ich wollte dazu noch sagen, es macht durchaus Sinn, das zu tun, wenn es zum Beispiel irgendeine Nachricht ist, ja, wo du jetzt möglicherweise auf ein bestimmtes Wort Wert legst, ja, das Ganze, was ich jetzt sage, fällt unter den Begriff Non-Repudiation, Abstreitbarkeit. Und du hast das Mail verschickt, ja, und irgendwann kursiert es herum, ja, und jemand behauptet, du hättest das Mail so und so geschrieben und du hättest den einen krummen Hund genannt, ja, indem er das Mail halt ausgetauscht hat, also halt ein paar Worte ausgetauscht hat. Ja. Jetzt hast du das aber glücklicherweise unterschrieben, auch wenn der das damals nicht mit dem Zertifikat überprüfen konnte. Du kannst aber jetzt beweisen, ja, mit dem, nämlich das Zertifikat, das im Nachhinein heruntergeladen wird,
dass deine Unterschrift gar nicht richtig ist. Ja? Das heißt, du kannst das gar nicht geschrieben haben. Das ist also nicht von dir gekommen, das ist verändert worden. Ja? Das heißt, auch daher macht es Sinn, selbst wenn dein Partner nicht unbedingt diese Mail jetzt überprüfen kann. Ja? Also wenn es eine Mail ist, wo du nicht möchtest, dass das in einem veränderten Kontext erscheinen kann und wo du das beweisen können willst, dann macht es durchaus Sinn, auch Mails zu unterschreiben, wenn man, obwohl man weiß, dass der andere dieses Zertifikat noch gar nicht hat. Ja, und zu diesem Zertifikat noch gar nicht haben, möchte ich nur kurz hineinwerfen und nicht die Fragen abbrechen. Wir haben hier vorhin gesehen auf der Webseite, dass man sich so einen Account anlegt. Ein kleiner Punkt fehlt dabei noch, ja, und zwar wie das Zertifizieren jetzt wirklich geht, das heißt, wie man die Authentizität feststellt. Nachdem die CAZ in Australien ist, wird niemand erwarten, nach Australien fahren zu müssen, nur damit er dort sein Zertifikat kriegt, also das wäre dann nicht mehr Community und billig. Sondern da gibt's weltweit eben Sub-Zertifizierer, die über ein Web of Trust zertifiziert werden, die sogenannten Assurer, die müssen eine gewisse Anzahl von Punkten gesammelt haben, dann können sie anderen solche Zertifikate sozusagen beglaubigen. Und wir haben heute hier, glaube ich, zumindest drei Assurer. Ich bin es momentan nicht. Also wir haben zumindest drei oder vier Schurer hier. Also wer Interesse hat, ja, leider haben wir jetzt ein Problem wegen dem Netzwerk. Ich habe ein paar Formulare vorausgedruckt und habe auch noch ein Blanko-Formular. Also wir könnten noch welche ausdrucken. Also wer Interesse hat, kann sich an diese Schurer wenden und kann sich sozusagen seinen Ausweis, ich weiß nicht, wer die Aussendung gelesen hat, wer eben Ausweise mit hat, kann sich da eben assuren lassen und dann über CAZ sein eigenes Client-Zertifikat bekommen, sobald man seinen Account angelegt hat. Ja. Also ich glaube, vier Leute werden das wahrscheinlich schaffen. Also, gibt es Interesse? Ich habe mal ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ja, habt ihr Formulare mit? Nein. Ja. Ihr habt schon fertige Formulare mit. Okay, gut. Wie viele Formulare? Wer hat kein Formular mit? Und wer hat auch, also wer hat einen Account schon? Okay. Die schon einen Account haben und Formulare haben, die sind jetzt nicht interessant. Wer möchte sowas und hat noch keinen Account? 1, 2, okay, und ihr habt auch natürlich keine Formulare. Okay, 2 Formulare habe ich. Also, ihr kommt dann einfach nachher, zu uns und 2 Schurer braucht man mindestens, ja, dann hat man genug Punkte, um sich selbst Zertifikate ausstellen zu können. Okay. Bitte? 2 Ausweise. Ja, ist günstig, 2 Ausweise. Je nachdem, also wenn du 2 Ausweise hast, oder wenn du einen guten Ausweis hast, wo du erkennbar bist, dann wird dir der Schurer auch schon entsprechend Punkte geben. Ja. Frage an Vortrag? Wir haben zum generellen Ablauf. Kann man PGP-Signaturen austauschen? Ja, jetzt lasse ich den Peter wieder. Los, der Peter hat die Sendung schon gefunden. Die Frage war jetzt, bezieht sich jetzt nicht auf den Vortrag, sondern auf das Assuren, glaube ich, zumindest habe ich es verstanden, ob man auch BGP-Keys austauschen kann. Ja, können wir natürlich auch. Ist halt sozusagen, muss halt in geeigneter Form mithaben. Also so entweder die üblichen Schnipsel und so weiter. Ja. Gut, ja, man kann sich auch den BGP-Key mit einem CAZ-Zertifikat signieren lassen. Ja. Das ist dann, also für die Basis, fürs E-Mail, glaube ich, ist CAZ einmal ganz nett. Ja. Für die Mitglieder des E-Vereins, sind doch einige da, für die ist es auch interessant, sich einmal den CAZ-Key zu holen, weil auf unserer Webseite
der Member-Bereich über so ein Zertifikat zugänglich ist. Und ja, was man noch kriegen kann bei der Gelegenheit, auf den Ausdrucken von diesen Formularen ist auch der sogenannte Fingerprint drauf. Ja? Weil wenn man sich dieses Zertifikat, da es ja nicht im Browser installiert ist, ja, herunterlädt, weiß ich ja jetzt nicht, ob das irgendwie authentisch ist. Und da kann man hier auch bei uns im Club sich einen Ausdruck nehmen, wo der Fingerprint dieses Zertifikats draufsteht. Dann kann man das dann, ich weiß nicht, 6 oder 8 Zittern oder ich wollte optisch vergleichen und sicherstellen, dass man das richtige Zertifikat dann hat. Ja. Welches willst du denn das von CAZ? Ja, zum Beispiel. Und der erste. Das ist unter Root, ja. Ja, ich glaube, die alphabetische Reihenfolge ist nicht immer ganz... UCA, genau. Und View. Ja, so schauen die Fingerprints aus. Je nachdem, bei MD5 müssten es 16 sein, so zwei zweistellige und also das kann bei Schabern. Das Ganze ist etwas zu lang. Ja. Public Key. Okay. Gut, ja, man kann sich natürlich sozusagen, wenn man den, das Zertifikat braucht, habe ich den Ding zugemacht, offensichtlich. Ich kann Ihnen noch etwas, also wer heute sich den, nicht erschuren lassen möchte, hat immer die Möglichkeit, im Club gibt es 2 Erschurer, die meistens an den Clubabenden sind, oder ein guter Tipp ist auch auf dem Luger Stammtisch zu kommen, dort sitzen auch meistens etliche Erschurer, wo man sich dann bestätigen lassen kann, ja? Ausweis nicht vergessen. Ja. Dann kann man das Zertifikat. Genau. Also wie das, ja, wie das funktioniert, ist so. Man nimmt dieses Formular, der Assurer schaut sich deinen Ausweis an, ja, schaut, ob das Bild wirklich mit dir zusammenpasst und notiert sich den Ausweistyp. Ja. Also schreibt sich keine Nummern oder so von dem Ausweis auf, sondern sagt nur den Ausweistyp. Und wichtig ist die E-Mail-Adresse, die du dort angegeben hast. Ja. Ja, so, das lässt du dann dem Assurer, dieses Dokument. Ja, unterschreibst, vor allem du unterschreibst das auch und das bleibt dem Assurer liegen. Und der Assurer ist angehalten, das glaube ich 10 Jahre oder was sind es nur 7 Jahre, ich weiß jetzt nicht, 7 Jahre aufzuheben. Ja. Das heißt, im Zweifelsfall kann CAZ dann an den Assurer herangehen und dieses Dokument einfordern. Die Assurer haften auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Bereich, obwohl das nicht ganz ausjudiziert ist, mit einer gewissen Summe. Es ist schon ernst zu nehmen, was da passiert. Also das ist nicht einfach nur eine Mickey Mouse Unterschrift. Ja. Aber sozusagen was? So, das dann liegt da. Der nächste Schritt ist, entweder hast du schon deinen Account mit dieser E-Mail angelegt, ja, dann geht der Assurer nach Hause, geht zu seinem Laptop oder PC, der in einer sicheren Umgebung eben ist, loggt sich ein bei CAZ, sucht deinen Account, ja, und gibt dir Punkte. Ja. Ja, und Assurer können typischerweise 35 Punkte geben, wenn sie 150 oder so haben oder 100 haben mindestens, ja, dann kann er 35 Punkte vergeben. Und deswegen brauchst du auch mehrere, 50 brauchst du mindestens, um ein Client-Zertifikat zu kriegen. Und deswegen gehst du auch zu einem zweiten Assurer, der macht dasselbe und loggt sich dann auch ein und tut auf deinen Account diese Punkte gutschreiben. Wäre das sinnvoll, zu mehreren zu gehen, einfach weil dann das Risiko, das Ding, Vertrauen größer ist. Vertrauen größer ist. Weil man besser zu allen zum Beispiel. Ja. Zwei unmöglich, ne? Das ist auch ganz beliebig viele noch.
Du kannst beliebig viele. Für jeden ein Formular haben. Ja. Genau. Ja, du, also jeder bekommt ein Formular, was er behalten muss. Genau. Mhm. Also wenn du zum Beispiel selbst als Schurer werden möchtest, ja, dann brauchst du eben mindestens 100 Punkte und dann siehst du schon, allein deswegen musst du zu mehreren gehen. Ja. Also schon zwei Kopien sozusagen, weil ich vier haben möchte. Ja. Ja. Ich habe zwei Rechter jetzt. Ja, aber ja, ja. Drei haben. Ja, wenn du das kennst. Ich wollte dich noch nichts bieten. Genau. Ja. Und zu Punkten kommen wir nur, indem das andere Schüler geht. Genau. Genau. Also indem man selber auch unsere Schüler nicht als Kriegen trifft, da kriege ich auch einen anderen. Ja. Schüler müssen seit einiger Zeit, ich weiß nicht, das ist jetzt schon ein Jahr oder zwei Jahre her, auch einen Test machen. Also es ist schon die Hürde, Schwurer zu werden, haben sie schon ein bisschen höher gelegt, eben in der Hoffnung, dass die Browserhersteller dadurch irgendwann einmal das doch akzeptieren, dass es standardmäßig drin ist. Ich weiß nicht, woran es jetzt scheitert, dass das immer noch nicht passiert, aber. Aber es ist kein Nachteil. Ja. Im Gegenteil, ich sage sogar, es ist ein Zertifikat, das man sich in seinem Browser installiert, wo man selbst überlegt hat, ob das sinnvoll ist. Ja. Das heißt, man geht sehr bewusst vor, wenn man das installiert. Ja. Also in den anderen Fällen sind da teilweise Zertifikate drinnen, denen man blind vertraut und wie man gesehen hat, zu Unrecht vertraut hat. Ja. Also weil die eben Probleme hatten mit der Sicherheit. Das war jetzt ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich habe es am Anfang nicht hergezeigt, weil ich das Root-Zertifikat schon importiert gehabt habe. Das Root-Zertifikat bei CA-Cert, das ist an sich bei den anderen CAs ähnlich, findet man praktisch immer relativ schnell von deren Website aus. In dem Fall ist es interessanterweise nur, wenn man nicht eingeloggt ist. Direkt auf der Startseite gibt es hier Root Certificate. Und solange das Netz noch da ist, und da kann man dann sich das Class 1 und den Class 3 Key einfach durch Anklicken importieren. In dem Fall würde man jetzt schon sagen, dass ich es schon bereits installiert habe. Und um es in den Mailer zu kriegen, also die eine Möglichkeit, dass man im Mailer direkt ein Browserfenster aufmacht. Ich glaube, mein Thunderbird, also der iStuff, den ich da habe, der ist, glaube ich, zu alt dafür, oder geht das? Du könntest den Link anklicken. Ja, ja, na, genau, das könnte gehen. Aber ansonsten wieder. Die du gekriegt hast, ne? Ja, genau, das meinte ich. Ich habe dich schon richtig verstanden. Okay. Ich wollte nur zuerst sozusagen die andere Möglichkeit, also im Browser importieren und dann so wie wir es zuerst beim eigenen Zertifikat gemacht haben, exportieren und in den Ding importieren. Und jetzt probieren wir das da. If you have not imported the root certificate, please go to. Naja, macht man im Hintergrund das Browserfenster auf. Wird das beide Menü irgendwie ein neues Fenster oder so? Nein, neuere Thunderbirds können direkt den Browser im Thunderbird aufmachen. Mhm. Da ist nur ein Message-Folder. Ja, das ist nicht wirklich schwierig. Okay. Jo, gibt es noch Fragen? Ich sehe da gerade, dass zum Beispiel beim Firefox die Frage dann noch kommt, ob man den E-Mail-Nutzer identifizieren will, die Webseite vertrauen und Software identifizieren. Mhm. Ja, genau, vielleicht schaffe ich es sogar, das so zu nachzuvollziehen. Ah, genau, den habe ich noch nicht. Die Frage war, wenn man ein Root-Zertifikat importiert, dann wird man gefragt, wofür man es verwenden will. Und es gibt die drei Möglichkeiten.
damit Websites zu identifizieren, dann wird es eben im Browser verwendet, bei HTTPS-Websites. Ob man es für E-Mail-Users verwenden will, das ist das, worum es heute Abend geht. Und eine dritte Möglichkeit wäre noch für Software-Developer das zu verwenden. Da wird dann sozusagen bei Software, die im Prinzip irgendwo verwendet wird, wo signierte Software verwendet wird, zum Beispiel typisches Beispiel sind Java-Applets. Java-Applets im Browser dürfen normalerweise nur sehr wenig, also sie dürfen eine Netzverbindung zu der Website zurück aufmachen, von der sie geladen wurden, aber sie dürfen zum Beispiel keine lokalen Files angreifen und ähnliches. Es gibt aber die Möglichkeit zu sagen, okay, die Applets von dem Entwickler bzw. von der Firma, denen erlaube ich lokal auf meine Files zuzugreifen, weil ja, sozusagen ich, das irgendein Applet ist, das eben lokalen Zugriff braucht. Und dafür ist das da. Und je nachdem, wofür man es tatsächlich verwenden will, kann man die anklicken und dann werden sie halt für diesen Zweck verwendet. Und wenn man was davon nicht anklickt, dann wird das entsprechende Root-Zertifikat für diesen Zweck einfach nicht verwendet. Das kann unter Umständen sinnvoll sein. Man kann das auch wieder in den Präferenzen ändern. Also das ist sozusagen nur mal die Initialeinstellung. In dem Fall ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man alle drei nimmt. Man kann dann in den Präferenzen View Certificates, Authorities, suchen wir wieder nach unserer Root-CA, View, dann das ist da, genau, das ja. Ist nicht unter, hm? Ist gleich. Ja, was da? Ja, mach das zu. Ja, das wollte ich gerade. Ja. Da, Edit Trust, da kann man dann das ändern, wenn man wie hat die holländische geheißen? DigiNotar. Jetzt werden wir sehen, ob ich seitdem ein Update gemacht habe. Wenn ich es finde. Das kann ich nicht mehr da. DigiCert. Na, da ist gar nicht drin. Vielleicht habe ich es selber rausgenommen. Das kann auch sein. Aber bei denen ist mir nämlich aufgefallen, dass nach dem Update zwar das Zertifikat noch da war, aber alle drei Möglichkeiten waren disabled. Könntest du noch was nochmal zu diesen unterschiedlichen Formaten was sagen? Das wäre nicht schlecht. Ja, es gibt da mehrere Formate, in denen die Root-Zertifikate vorliegen. Die sind im Wesentlichen, sind im Prinzip äquivalent, es steht immer die gleiche Information drin, nur in verschiedener Form. Mittlerweile ist das PEM-Format eigentlich der Standard, das glaube ich fast alle verstehen. Es hat früher unter Umständen musste man mit verschiedenen Browsern und mit verschiedenen Mailprogrammen unterschiedliche Formate verwenden. Also da ist sogar noch extra für Microsoft Explorer 5 und 6 noch ein anderes Format da als PEM und DER. Aber im Prinzip steht das gleiche drinnen und ich würde annehmen, mit einigermaßen aktueller Software sollte das PEM-Format eigentlich immer funktionieren. Da ist noch was, die CRL. Und die CRL, das ist die sogenannte Certificate Revocation List. Da steht drinnen sozusagen, welche Zertifikate inzwischen wieder rückgängig gemacht worden sind, weil man eben drauf gekommen ist, dass ein Zertifikat zu Unrecht ausgestellt worden ist.
oder gefälscht. Oder ich habe es einfach wieder zurückgenommen. Oder man hat es selber zurückgenommen, das kann auch sein. Also sozusagen, genau, habe ich die importiert und jetzt... das ist im Wesentlichen sozusagen einfach eine Ausnahmeliste. Normalerweise nimmt der Browser oder auch der Mailer an, wenn es eine gültige Signatur gibt von der CA, das noch nicht abgelaufen ist, dann ist das Ganze in Ordnung. Und über die CRL kann die CA sagen, okay, die und die Zertifikate habe ich explizit wieder revoked. Das kann auf Wunsch des Kunden passiert sein. Kann aber auch, und es ist wahrscheinlich eher der Fall, sozusagen der häufigere Fall, deswegen passiert sein, weil das einfach nicht mehr in der Form gültig ist. Bei Firmen zum Beispiel ist es natürlich oft zum Beispiel, dass man es revoked, wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt. Willst du das wirklich? Nein, das will ich nicht. Automatik abgeben? Keißel. Wie lange holst du ein Zertifikat? Das ist unterschiedlich, je nach Hersteller. Ich glaube, bei CAZ waren es jetzt... Das hängt davon ab, ob es der Server oder ein Client ist. Das ja. Das ist, glaube ich, 3 Jahre. Ich glaube, 3 Jahre sind es. Zwei oder drei Jahre sind es, möglicherweise. Ja. 12. Ja. 12 ist schon, sind 2 Jahre. Ja, das ist ja, normal. Also, kriegst du da ganz zum Kaufen, was länger gibt. Ja, bis zu 3 Jahre gibt es, glaube ich. Aber es wird nicht billiger dadurch. Was ist eigentlich das Fingerprint und was bedeuten die zwei Formate? Fingerprint hat der Roland zuerst schon kurz angesprochen. Der Fingerprint ist so eine Art Checksumme, mit der man ein Key oder ein Zertifikat vergleichen kann. Das heißt sozusagen, ich könnte jetzt mir den Fingerprint aus einer anderen Quelle besorgen. Also zum Beispiel, ich habe schon installiert und ich weiß, das ist CAZ, weil das verwende ich seit Jahren. Und wenn du jetzt auf die Webseite gehst und CAZ bisher noch nicht verwendet hast, sozusagen, dann weißt du jetzt eigentlich nicht, bist du jetzt wirklich auf der CAZ-Website oder hat da jemand deinen Browser manipuliert? Und dann könntest du mich fragen, so irgendwie, gib mir den Fingerprint und ich sag dir den durch am Telefon und du schreibst den mit, schaust du mal, aha, da auf der Website steht der gleiche, dann importierst du es, schaust, ob du das, was du dazu heruntergeladen hast, auch den gleichen Fingerprint hat und wenn es mit dem übereinstimmt, dann ist es offensichtlich auch der gleiche Key. Das sind zwei verschiedene Algorithmen, um eine Checksumme zu berechnen. MD5 ist ein etwas älterer, der früher sehr weit verbreitet war, in dem mittlerweile ein paar Sicherheitslücken entdeckt wurden. SHA1 ist ein etwas neuerer Algorithmus, in dem der auch, es sind alle schwächer als sie theoretisch sein könnten. Das ist theoretisch so, dass es sozusagen, dass zwei Texte die gleiche Checksumme haben, sollte theoretisch die Wahrscheinlichkeit 2 hoch Anzahl der Bits minus 1 sein. Ja, stimmt. Und in Wirklichkeit sozusagen ist es immer ein bisschen einfacher, tatsächlich ein Duplikat zu erzeugen, weil die nie wirklich so ganz vollkommen gleichmäßig sind. Bei wenn es da nur um ein paar Bits geht, kümmert sich niemand wirklich darum. Bei MD5 ist es allerdings tatsächlich so, dass man es bereits geschafft hat, 2 Texte zu erzeugen, die tatsächlich den gleichen Fingerprint haben. Und das heißt, man könnte zum Beispiel irgendwie 2 Versionen von einem Vertrag erstellen. Die haben beide den gleichen Checksumme, den gleichen Hash. Im einen steht drinnen, das kostet 10.000 Euro und im anderen steht drin, das kostet 100.000 Euro.
den Geschäftspartner lassen wir das mit den 10.000 Euro unterschreiben und dann geht man vor Gericht und sagt, im Vertrag steht 100.000 Euro, der schuldet mir noch 90.000 und das ist mit MD5 mit Bauchweh und nur in bestimmten Situationen tatsächlich möglich. Also man hat es wirklich schon geschafft, dass man mit MD5 signierte Zertifikate gefälscht hat für bestehende Domains. Deswegen wird MD5 nicht mehr als sicher angesehen. SHA1 ist zwar auch nicht so stark, wie es theoretisch sein könnte, aber es gibt meines Wissens noch keine praktikablen Exploit. Aber ist wahrscheinlich auch nur mal eine Frage der Zeit und es gibt mittlerweile auch stärkere Algorithmen, die aber momentan noch nicht weit verbreitet sind. Deswegen wird üblicherweise immer noch MD5 und SHA1 angegeben. Und vor allem, es sind beide angegeben und wenn es jemand wirklich schafft, sozusagen für beide eine Kollision zu erzeugen, dann ist das schon noch ziemlich aufwendig. Wenn du gerade da jetzt bei der Wahrscheinlichkeit bist, dass man das knacken konnte, du hast hier die Key-Erzeugung über die CAZ-Seite gezeigt, da eine Default-Auswahl Strong eingestellt lassen. Jetzt, wenn man BGP macht, hat man ja ganze Auswahl von Optionen. Kannst du da vielleicht ein paar Hinweise geben, einfach für die Praxis? Soll man einfach die Default-Einstellungen nehmen? Oder gibt es was, Schlüssellänge oder Algorithmus, wo man sozusagen aufpassen soll? Ich würde annehmen, dass bei... Ich muss zugeben, es ist eine Zeit lang her, dass ich mir das letzte Mal einen Schlüssel erzeugt habe, dass bei einer aktuellen Version von GNU-BG die Default-Werte passen. Es werden bei RS... Die sind schon auf Sicherheit. Die sind schon sozusagen, die sind halt so die mittlere Sicherheitsstufe, die wahrscheinlich für jeden reicht, der nicht wirklich im Hochsicherheitsbereich unterwegs ist. Es werden normalerweise heute RSA-Keys mit 2048 Bits noch als sicher erachtet. Man kann es noch trauen, einen Key mit 4096 Bits machen, wenn man ein bisschen extra paranoid ist. Es macht auch bei den heutigen Rechnern nicht wirklich so viel aus. Also ich glaube, zumindest wenn man es für E-Mail oder Ähnliches verwendet, wird man keinen Geschwindigkeitsunterschied spüren, ob man jetzt einen 2048 oder 4096 Bit Key verwendet. Wenn man seine Backups damit verschlüsselt und jedes File einzeln mit BGP verschlüsselt, dann merkt man einen Unterschied. Ansonsten, es gibt nur den Unterschied, ob man DSA oder RSA als Algorithmus verwendet. Bei DSA ist man auf, glaube ich, 1024 Bitkeys eingeschränkt, wobei allerdings die Stärke bei gleicher Bitanzahl etwas höher ist. Das ist also nicht so ein großer Nachteil, wie man vielleicht glauben könnte. Macht in der Praxis, glaube ich, relativ wenig Unterschied. DSA ist hauptsächlich deswegen eingeführt worden, soweit ich mich erinnere, weil auf RSA damals noch ein Patent gültig war. Das ist mittlerweile abgelaufen und in dem Moment, wo das RSA-Patent abgelaufen ist, sozusagen ist das RSA eigentlich wieder zum bevorzugten Algorithmus geworden. Also wenn man sich auf Kernel einen Account machen will, muss man jetzt darauf sein, BGP-Key abwerfen und die wollen schon gerne Keys mit 4000 Bits. Es vorsichtig zu formulieren. Auch wenn das Argument ist, auch wenn 2000 Bits heutzutage sind, wir sehen, es kommt in 3 Jahren, das ist in 10 Jahren und der Key vielleicht auch noch in Verwendung. Das ist ein gewisses Problem, weil man hat die Keys ja dann doch eher länger in Verwendung. Also der Key, den ich am meisten verwende, ist noch ein 1024-Bit-Key und den sollte ich vielleicht doch irgendwann einmal gegen was Längeres eintauschen. Das ist also wieder mal die Frage der
Ja. Sei es das, Meter. Okay. Ja, gibt es noch Fragen? Wenn nein, dann...